Der von Sicherheitskräften erschossene Attentäter des Anschlags in Wien war ein Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat, so Österreichs Innenminister Karl Nehammer auf einer Pressekonferenz. Man führe intensive Ermittlungen im Umfeld des Täters durch. Bei dem Anschlag durch vermutlich mehrere Angreifer an 6 Tatorten waren 3 Passanten getötet worden. Mehrere Menschen sind verletzt, einige von ihnen schwer. Fingen die Schüsse an und wir wussten erst nicht, was das war. Mhm. Auf einmal sind alle Leute gerannt, weil da saßen auch andere Menschen draußen, die sind auch gerannt. Und dann standen wir noch kurz da, weil wir nicht wussten, ob das Schüsse waren oder irgendetwas anderes. Und dann war es nochmal und näher und dann sind wir ganz weggerannt. Und dadurch, dass wir nicht wussten, ob wir in die richtige Richtung rennen, sind wir schnell gelaufen, sind in ein Hotel, haben uns dort versteckt. Einer der Tatorte befindet sich in der Nähe einer Synagoge. Ob sie Ziel des Angriffs war, ist noch unklar. Die Suche nach einem der Täter läuft noch. Die Polizei hat davor gewarnt, in die Innenstadt zu gehen. Wenn es möglich ist, außer es sind berufliche Gründe und andere wichtige Gründe für Sie so entscheidend, dann bitte bleiben Sie zu Hause. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron twitterte kurz nach Bekanntwerden des Anschlags, dass die Franzosen den Schock und die Trauer des österreichischen Volks teilten. Nach Frankreich sei ein befreundetes Land angegriffen worden. Der erschossene Attentäter soll nach Polizeiangaben keinen Sprengstoffgürtel, sondern eine Attrappe getragen haben. Der Mann sei mit einer Langwaffe, aber auch mit einer Pistole und einer Machete ausgerüstet gewesen.